Herr Kemmerich, Stand jetzt haben Sie Ihr Ergebnis verdoppelt. Sie haben vorher gesagt, Sie sind das Zünglein an der Waage. Was machen Sie jetzt mit diesem Zünglein? Wir werden den Abend abwarten, was am Ende wirklich rauskommt. Das kommt auf die Stelle hinterm Komma an, wie die Konstellation im neuen Thüringer Landtag dann sich findet. Und wir haben immer gesagt und betont, wir sind bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Dem stellen wir uns mit den Inhalten, die wir angeboten haben. Und aus den Diskussionen der letzten Tage in den Wahlpodien etc. weiß ich um viele Übereinstimmungen hinterher. Bildung, bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie kriegen wir die Infrastruktur fit. Und darüber werden wir verhandeln mit denjenigen, die mit uns reden möchten. Sie haben aber ja gesagt, mit Rot-Rot-Grün möchten Sie auf gar keinen Fall zusammenarbeiten. Wenn ich das richtig gehört habe, bleiben Sie dabei? Ich will heute weiter kein Farblehrenspiel betreiben. Wir haben gesagt, wir wollen die Regierung Ramelow ablösen. Wir wollen nicht mit Herrn Höcke zusammenarbeiten. Dazu stehen wir. Schauen wir mal einmal auf das AfD-Ergebnis. Irgendwas zwischen 23-24% werden es wahrscheinlich sein. Warum ist es Ihnen nicht auch gelungen, mehr Wähler von der AfD zur FDP rüberzuziehen? Ich bin nicht dazu angetreten, Wahlergebnisse Dritter zu kommentieren. Ich habe mit vielen Wählern gesprochen. Es ist eine sehr aufgeheizte Stimmung, Alarmismus, ein bisschen Panik, viel Angstmacherei. Scheinbar ist es eben kaum einem gelungen, die Leute davon zu überzeugen, dass das keine Lösung ist. Aber man muss es sehr ernst nehmen und das politische Wirken der nächsten Zeit muss darauf ausgerichtet sein, viele dieser Wähler in die politische Mitte zu holen. Und ich glaube, am besten kann man das durch konkrete Politik und die werden wir anbieten. Könnten Sie sich vorstellen, diese konkrete Politik auch in der Minderheitsregierung an allen oder anderen Stellen dann mit zu unterstützen? Wenn der politische Ansatz richtig ist, dann ja. Wir haben immer gesagt, Minderheitsregierung ist vielleicht nicht die gelebte Praxis in der deutschen Demokratie, aber vielleicht gerade in der Situation, die wir jetzt heute vorfinden, mal ein neues, positives Experiment, weil dann auch Debatten im Parlament stattfinden und nicht nur Ergebnisse vorgetragen werden. Das könnte auch für den Bürger Vertrauen zurückgeben in die Politik. Vielen Dank, Herr Kemmerich. Sehr gerne.